Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Liebe Brüder und Schwestern, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaum ist das eine Fest vorbei, da steht das nächste schon wieder vor der Tür. Es ist noch nicht lange her, da haben wir das Ende des Monats Ramadan gefeiert. Und jetzt ist bald schon wieder das Opferfest. Und die Feste im Islam, die feiern wir nicht aus, weil wir gerne Feste feiern. Sondern diese Feste sind am Ende der größten Ibadat, der größten gottesdienstlichen Taten. 30 Tage strengen wir uns im Monat Ramadan an, fasten jeden Tag und am Ende feiern wir aus Freude über diese Gelegenheit. Und jetzt fahren viele Schwestern zur Pilgerfahrt. Und einige verbringen auch die 10 Tage jetzt bei sich zu Hause, aber strengen sich an. Das sind die besten 10 Tage im Jahr für gottesdienstliche Taten. Und auch da feiern wir am Ende ein Fest, nämlich das Opferfest. Und ein Fest im Islam, das ist für alle Muslime. Darum beten wir das Festgebet auch draußen. Wir machen das nicht in einer Moschee. Wir machen das draußen, wo alle zusammenkommen. Männer, Frauen und Kinder. Man sieht das manchmal in den islamischen Ländern, wie viele Menschen da tatsächlich zusammengekommen. Es ist ein Fest für Jung und Alt. Aber wenn man in Deutschland lebt, dann vergisst man manchmal, dass nicht alle Muslime auf der Welt an diesem Tag wirklich etwas zu feiern haben. Es gibt genug Muslime, die können sich an diesem Tag nicht einmal etwas zu essen leisten. Und aus diesem Grund bieten wir von IHED die Gelegenheit an, dass man Opfertiere für unsere Geschwister auf der Welt kauft. Damit auch die anderen Brüder und Schwestern, die an diesem Tag vielleicht gar nichts haben, dass auch sie diese Gelegenheit nutzen können und mit uns zusammen zu feiern. Was wäre das für ein Fest, wenn an diesem Tag jeder Muslim nur an sich selbst denkt? Hier habt ihr die Möglichkeit, Opfertiere für die Geschwister in Somalia, in Niger und in Syrien zu kaufen. Spenden könnt ihr über die Kontonummer, die jetzt eingeblendet wird, oder auch über PayPal. Liebe Brüder und Schwestern, seid in diesen Tagen nicht geizig gegen eure eigenen Seelen. Es liegt in unserer Hand, dass wir dieses Fest zu einem Fest für alle Muslime machen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.